So, herzlich willkommen meine Krieger und Kriegerinnen zurück zu die Elder Scrolls 4 Oblivion. Schön, dass ihr wieder einschaltet. Es ist wieder, wie so oft bei mir in Oblivion, ich habe jetzt mal 1,5 Wochen es nicht aufgenommen, weil ich ein Zusatzprojekt reinbekommen habe, von dem ihr vielleicht gehört habt, Map of Materials, weil ich momentan generell sehr viel auch noch mehr aufnehme. Es sind ja ein paar Guides rausgekommen, dann Yu-Gi-Oh! Nehme ich momentan regelmäßig auf, weil ich richtig Bock habe auf Yu-Gi-Oh! Und das ist echt ein stabiler Zauber, gell. 150 Sekunden ist lang. Oh Gott, es tut mir leid, nein. Scheiße. Oh Mann. Was wollte ich jetzt sagen? Jetzt bin ich selber komplett raus. Wenn ich meine Überredenskunst verbessern möchte, muss ich Tandil im Tempel des Einen in der Kaiserstadt aufsuchen. Was wollte ich denn jetzt sagen, Alter? Ja, ich nehme momentan einfach sehr, sehr viel auf und es kommen ja täglich 3 Folgen raus. Mit dem Zusatzprojekt sogar 4. Wobei ich gar nicht weiß, ob das dann noch läuft. Ich bin auch mit Oblivion einen Monat voraus. Also sage ich euch, wie es ist. Ich würde es auch gern so beibehalten. Das ist der Rotfuchs. Ah, wo ist mein schwarzes? Ich weiß, mein schwarzes Pferd. Psst. Ey, ich verstehe, dass das vielleicht dem einen oder anderen von euch nicht ganz so taugt, weil ich natürlich dann auf Kommentare, Tipps etc. nicht so schnell reagieren kann. Aber ich versuch's immer. Ich versuch's immer. Hört ihr, Leute, und lasst euch sagen, die Uhr hat 8 geschlagen. Ganz meinerseits, Herr. Alter. Bitte, los schon. Egal, was du nimmst, hör auf damit. Wohl. Dieses Groma-Sucht. Das Ding ist, ich hätte irgendwie Bock, mich wieder mal in den ersten Teil reinzustürzen. Ich war damals so frustriert, weil es ständig abgestürzt ist und weil das Spiel so fucking schwer ist. Oh ja, ich hab da einiges drin. Es ist so schwer. Habt ihr das mal gezockt? Ich bin mir sowieso nicht zu 100% sicher, ob Oblivion darauf ausgelegt ist, in der schwierigsten Stufe gespielt zu werden. Oder generell Elder Scrolls. Generell Elder Scrolls. Die Wegschreinkarte brauche ich ja nicht mehr. Warum sind es jetzt mehr? Warum sind wir hier noch nicht durch mit Reparieren? Oh, mir gehen die Seelensteine aus. Freunde. Nee. Aber mit Rüstung sind wir durch. Why? Okay, da friemeln wir uns jetzt kurz durch. Okay, das machen wir jetzt kurz. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Boah, das ist viel.
Und ich dachte, wir hätten es längst erledigt. Come on, das ist nicht dein Ernst, Bruder. Ich wollte jetzt eigentlich nicht die ganze zweite Folge... Ach, ja, ist ja egal. Die ganze zweite Folge damit verbringen. Let's go. Wie schnell kann man klicken, Freunde? Ich hoffe, dass ich keinen Krampf im Finger bekomme. So. Und jetzt den ganzen Bums wieder zurücklegen. Was mache ich denn auch immer? Ich könnte auch einfach drauf scheißen und die Dinger verkaufen und so, aber nein. Ihr sagt gar nichts dazu. Überhaupt nichts. Komm, das kann nicht mehr so viel sein. Okay. So. Pack mir die Arbeitskleidung mal kurz weg. Und verkaufen wir den ganzen Bums hier. Let's go. Hast du schon aus, oder wie? Ihr befindet euch in guter Gesellschaft. Willkommen. Ich finde es stabil, wenn man das über sich selbst sagen kann. Ich bin... Ich auch, Bruder. Mein Komm. Lieblingskunde. Komm, ich habe noch ein bisschen was. Und du weißt ja, wie es bei mir und Ding ist, Handelsgeschick, ne? Ein gutes Geschick. Muss ich ja im Sinne der Gilde pushen. Im Sinne der Gilde, mein Freund. Echt? Ja, ich glaube, dass ich noch ein Buch lesen werde, aber irgendwas Kleines. Einen Leitfaden, oder? Was haltet ihr davon? Einen Leitfaden zu lesen? Mal wieder ein bisschen Alltagsrassismus in Büchern. Von wie heißt sie? Alessia Antonos oder so? Das alte Schabrackentab hier, ey. Habe ich schon wieder Bock drauf, muss ich sagen. Habe ich schon wieder Lust. Wenn ich dran denke. Mal kurz. Ja, Safebögen. Safe weiter Schützenfertigkeiten verbessern. Steht für mich jetzt außer Frage gerade. Gut. Zeig mir mal einen Leitfaden. Leitfaden von Bravil, Leyavin und Skingrad. Da haben wir doch sicher schon einen oben. Bravil, Leyavin und Skingrad. No way, wir haben die alle noch nicht gelesen. Okay. Ja, gut. Ich war mir jetzt sicher, dass wir da... Nehmen wir Bravil. Weil Bravil, da wird sie richtig abkacken, Freunde. Da wird sie richtig abscheißen. Jetzt passt auf. Alessia Ottos
Stadtführer Bravil. Mara, sanfte Mutter, mache uns gesund und munter. Mein Name ist Alessia Ottos und ich möchte euch alles über Bravil erzählen. Bravil ist das finstere Ablaufgitter einer Kloake, an dem sich der stinkende, widerliche Abschaum sammelt. Sie ist die ärmste, schmutzigste, älteste und schäbigste Stadt von Cyrodiil. Sie ist die am meisten von Verbrechern, Säufern und Skooma-Essern geplagte und die bei Tiervölkern und anderen Ausländern beliebteste Stadt. Bravil fehlt nur noch ein Zirkel von Dädranbetern, um zum vollkommenen Sündenpfuhl zu werden, und viele Gerüchte lassen darauf schließen, dass noch schlimmere, verdorbene Riten von den Bravils schlimmen Heiden heimlich praktiziert werden. Diese Stadt ist grau, trostlos und deprimierend. Das Klima ist feucht und die Luft verpestet. Zum einen wegen der übelriechenden Kanäle des Flusses Larsius, die als Abwasserleitungen von Bravil dienen, zum anderen wegen der fauligen Sumpfausläufer in der Nebenbucht, in denen es von Ungeziefer und Krankheiten wimmelt. Die Architektur der Stadt ist von unübertroffener Hässlichkeit und Verwahrlosung gekennzeichnet. Als Baumaterial für die Häuser, Läden und Gilden dient raues, zersplittertes Holz, das zudem morsch und grün verschimmelt ist. Es ist ein Jammer, dass die Bauten nicht zusammenstürzen, denn dann würde man sie vielleicht auf angenehmere Art wieder aufbauen. Doch stattdessen wachsen sie Misthaufen gleich immer mehr in die Höhe, bis sie Höhen von 3 oder gar 4 Geschossen erreichen. Auf den über die Straße hängenden Balkons lümmeln Bettler und Diebe herum, die ihren Unrat direkt auf die beklagenswerten Passanten kippen. In den ärmlichen Hütten auf den Dächern der Gebäude vegetieren ganze Familien in unvorstellbarem Elend dahin. Die Menschen von Bravil sind schmutzig und unehrlich. Das Leben in ihren verdreckten, baufälligen Hütten ist kaum besser als das der Kobolde in ihren Höhlen. Es gibt nur 2 Sorten Einwohner: die Schmuggler, Skooma-Esser, Banditen, Diebe und Mörder und die elenden Bettler und Dummköpfe, die diesen Verbrechern zum Opfer fallen. Bravil wird von Verbrecherfürsten regiert und die Skooma-Bosse haben die Stadtwachen in der Tasche. Es wird niemanden überraschen, viele Argonia und Khajiit in diesem jämmerlichen Flecken anzutreffen, da Elsewhere und Schwarzmarsch nahe beiliegen, aber es ist erstaunlich, wie viele Orks es hier gibt. Aber solche Biester lieben eben die Gesellschaft anderer Biester, so wie auch Diebe und Unmenschen sich von Natur aus anziehen. Bravil ist nicht in ordentliche Bezirke eingeteilt, jedoch dienen einige Wahrzeichen als Orientierungspunkte für die bedauernswerten Besucher. Das Schloss erreicht man über einige wackelige Brücken über den Fluss im Osten. Die Kapelle liegt im Westteil. Die Läden und Gilden stehen in einer Reihe mit ihren Rückseiten zur Ostmauer und den Flussläufen. Zwischen der Kapelle, den Läden und den Gilden befinden sich die verkommenen Armenviertel von Bravil mit ihren baufälligen Mietshäusern. Das Schloss ist das einzige stabile steinerne Gebäude in ganz Bravil. Es ist zwar nicht annähernd so schmutzig und schlecht eingerichtet wie die Holzbuden der übrigen Bevölkerung, aber trotzdem kaum besser als die Häuser der Ärmsten der Armen in Vanville oder in der Kaiserstadt. Graf Regulus Terentius, aus anständiger Familie stammend und einst ein bekannter Turnierchampion, ist inzwischen als betrunkener Herumtreiber und Taugenichts weithin bekannt. Und sein Sohn Gellius Terentius ist ein eitler Fatzke, der Verbindungen zu Verbrecherfürsten und Skooma-Essern pflegt. Das Mauerwerk der Kapelle wird schlecht instand gehalten und ist mit Schimmel überzogen. Um den Friedhof verläuft ein wackeliger, ungestrichener Holzzaun und die Gräber sind ungepflegt und verwahrlost. Die Priesterin ist eine gute Dienerin Maras, aber sie ist der Aufgabe, Sünde und Bosheit aus dieser neuen verlassenen Stadt zu vertreiben, einfach nicht gewachsen. Sie ist weise und beliebt bei den wenigen Leuten, die die Kapelle besuchen. Die meisten Bürger betreten die Kapelle allerdings nie, außer zum Betteln und Stehlen. Die Wirtshäuser sind eine Schande. Wer eintritt, muss erst über liegende Betrunkene und Erbrochenes hinwegsteigen, und im Halbdunkel wimmelt es von Faulenzern, Spielern und Taschendieben, die unvorsichtigen Reisenden auflauern. Ein Besucher, der so töricht ist, in diesen Häusern zu übernachten, muss damit rechnen, in seinem Bett ermordet zu werden. Im Vergleich dazu sind die Gilden relativ sauber, trocken und ruhig, und wer gezwungen ist, in Bravil zu übernachten, könnte gut daran tun, trotz der wilden, gottlosen Sitten dort Mitglied der Kämpfergilde oder der Magiergilde zu werden, nur um eines sicheren Schlafplatzes gewiss zu sein. Die Läden sind nicht schlechter als alles andere in Bravil, und möglicherweise seid ihr aufgrund der außerordentlichen Vorkehrungen, die die Händler treffen müssen, um sich vor Dieben zu schützen, darin vor Angriffen und Mordversuchen sicherer. Sollten euch die Umstände zwingen, Bravil zu besuchen, werdet ihr bald wünschen, der Stadt den Rücken zu kehren. Dabei tätet ihr gut daran, über die Schultern zu sehen, um sicherzugehen, dass ihr nicht von einer Horde Banditen und Mördern verfolgt werdet. Ehret die Neuen im Gebet. Alessia Ottos, Vorstandsmitglied der AfD. Was? Was? Nein, Entschuldigung. Dieser Spruch kursiert in meinem Kopf, seitdem ich das Buch aufgeschlagen habe. Genehmigt mir das. So, Freunde. Es wird Abend. Wir könnten auch auf Raubzug gehen.
und das Gefängnis ausrauben. Könnten wir auch machen. Dieser Alessia-Otto ist so krass. Auch wie sie einfach vom ersten Satz über die ausländische Bevölkerung in dem Dorf abscheißt. Es ist so heftig. Es ist viel zu gut. Love it. Es ist eigentlich nur so lustig, weil sie ja auch so gar kein Blatt vor den Mund nimmt, so. Sie geht ja wirklich auf, boah, ich teile nach allen Regeln der Kunst aus. So, Freunde, wir müssen zum Gefängnis. Es gibt ja dort auch noch einige Büros. Wir sind in die teilweise schon mal eingebrochen. Ich werde auf jeden Fall, warte, den kannst du nochmal zaubern. Dann hätte ich gerne den Unsichtbarkeitszauber. Und dann checken wir das Gefängnis ab. Es ist. Mein Gott, bin ich erschrocken. Auf einmal redet die Tür mit uns. Es ist. Der Held von Quatsch. Ich kann es kaum glauben. Ich hänge hier den ganzen Tag nur in den Angeln. Morgen. Es freut mich, euch zu sehen. Ja, ebenso. Also die Grundbevölkerung ist uns schon eher positiv gestimmt, ne? Muss man schon auch mal so sagen. Kannst du den Pfeile ablegen? Habt ihr eigentlich eine Favoriten Zauberschule, wo ihr sagt, boah, die finde ich mega geil? Meine früher war es immer Beschwörung. Beschwörung fand ich immer cool, weil ich immer den Gedanken geil fand, andere Kreaturen zu beschwören. So. Chelas zusammen. Fangen wir mal rechts an. Das ist ja noch offiziell, aber da haben wir auch schon mal alles durchsucht. Nicht darunter. Okay. Das Waffenlager, Freunde. Also logistisch finde ich es Unsinn, ein Waffenlager neben ein Gefängnis zu errichten. Aber ich finde es eh schon weird, dass sie nur diese Türme haben. Sie haben nicht mal eine richtige Kaserne. Also es ist von Grund auf schon so ein bisschen weird. Nee, es muss mehr als 5 wert sein, sonst nehme ich es nicht mit. Wer hätte gedacht, dass man in der Kaserne so viel Bücher... So viele Bücher findet? Ich war mir nicht mal bewusst, dass die Leute dort lesen können. Voll schön auch. Ja. Ich würde sagen, das war eine stabile Ausbeute. Boah, jetzt geht mir gerade aber die Infravision so ein bisschen auf den Keks. Ja. Okay. Das war damals mega das Geschieß, da reinzukommen. Das mussten wir schon mal für die Diebesgilde machen. Da hatten wir aber noch keinen Unsichtbarkeitszauber.
wieder. Okay. Können das Siegel der kaiserlichen Legion klauen. Truhe des Garnisonskommandanten. Es klingt hier alles so special. Okay. Das ist special. Alter, da haben wir Beute. Spinnst du? Wer soll denn das tragen? Oh mein Gott, das ist ein Riesengebäude. Der Knoblauch liegt am Boden, Freunde. Wie benehmt ihr euch hier? Ich finde, es wurde aber auch mal Zeit. Oder? Dass wir denen hier mal so richtig die Hosen ausziehen. So. Nein! Oh, ich dachte, das Spiel stürzt ab. Okay, fangen wir hier an. Kommen wahrscheinlich nicht mal bis zum Gefängnis. Einfach weil wir hier so viele Sachen finden. Ein bisschen sputen will ich mich aber schon. Weil, wenn hier so viele Leute rumhängen, also schlafen, bedeutet das im Folgeschluss, dass relativ viele Wachen auch früher oder später einen Schichtwechsel machen. Und das ist, surprise, der Moment, wo ich hier nicht mehr sein möchte. Okay, einer gönnt sich ein bisschen besseren Wein oder zwei. Dass die alle Wein trinken vom Einschlafen, ist doch maximal ungesund, Freunde. Ich habe leider immer noch nicht im Kopf, wer der Hehler in der Kaiserstadt ist. Oh, scheiße. Ich muss das jetzt mal googeln, weil wir haben, soweit ich weiß, einen in der Kaiserstadt, aber ich bin so auf Bruma auch immer gepolt. Habt ihr gerade auch eine Tür gehört? Ich war mir gerade sicher, eine Tür gehört zu haben. Okay. Ja, okay. Also, ich würde euch raten, hier zu Beginn des Spiels einzubrechen. Gibt viel Rüstung. Ihr müsst halt schauen, dass ihr den Wachen nicht in die Hände lauft, ne? Aber die Rüstung könnt ihr dann relativ teuer verticken. Bisschen Gold. Reparaturhämmer Dietriche. All Mass. Okay.
Und wieder raus, Freunde. Dann sind wir hier durch. Ich bin so ein bisschen zu ungeduldig heute. Mal wieder. So, die Tür geht nicht auf, gell? Das ist geil. Er sitzt immer hier. Okay. Machen wir erstmal die Tür auf. Das dürfen wir sogar. Das ist... Oh, scheiße. Hä, wenn das so langsam geht... Das ist ja der einfachste Spot, wenn das so langsam hochgeht, der Stift. Okay, das war schon mal gut. Der kriegt gar nichts mit, der Kollege. Boah, Gefängnisse sind schon auch immer so eine Sache für sich, gell? Das hat sich schon wieder gelohnt, Freunde. Das Geile ist, die fliehen ja sowieso nicht. Was wollt ihr? Ihr könnt gehen. Wiedersehen. Oder ihr bleibt hier drin. Überlasse ich euch. Machen wir uns mal wieder ein bisschen über die Stadtwachen lustig. Ja, auch ein Dieb muss hin und wieder mal so ein bisschen Spaß haben dürfen, wisst ihr? So. Du willst raus? Oh, das geht nicht. Den kann man nicht rauslassen. Das ist bitter, mein Freund. Der würde wahrscheinlich fliehen. Das ist der Dude, der irgendwie ein Mutter-der-Nacht-Ritual beschworen hat. Kann ich noch eine? Nee, ich schaff's eigentlich nicht mehr. Hab grad kurz überlegt, ob ich noch eine halbe Stunde aufnehmen kann, aber ich schaff's nicht mehr. Und wir dann so langsam fertig machen. So, sehr gut. Na, das läuft doch bisher einwandfrei. Boah, ich muss meinen Zauber erneuern. Ich finde das so Bullshit. Also, dass wirklich jede Aktion den Unsichtbarkeitszauber wieder ungeschehen macht. Schön. Oh, schön. Es gibt doch zwei kaiserliche Kerkermeister. Die sehen sich bloß entweder verdammt ähnlich. Oder ich habe den anderen einfach wirklich durch Zufall noch nie getroffen. Geht's hier noch irgendwo weiter hoch? Nicht, oder? Nee. So, und jetzt gibt's noch die Tür. Da kommen wir nicht rein. Okay.
Ja, gut, Freunde. Dann sind wir tatsächlich mit dem kaiserlichen Gefängnis durch. Nice. Nice. Es fehlen jetzt noch Elfengarten, Talos, Tempelbezirk und Hafenviertel. Die Frage ist, ob wir beim Hafenviertel, ob wir das nicht... Ja. Nee, machen wir so. Hafenviertel wollen wir ja sowieso eigentlich gar nicht so viel machen. Ich würde dann ganz kurz noch alles reparieren. Und das Ding ist, dass ich die Folge jetzt beende und vielleicht bis zur nächsten Folge dann schaue, wer der Hehler in der Kaiserstadt ist, weil dann spare ich mir den Weg zurück. Ich muss theoretisch nach... Ja, ich muss in die Kaiserstadt, von daher wäre das perfekt. Gut, Freunde, ich verabschiede mich für heute. Wir sehen uns morgen wieder zu der Let's Go für Oblivion. Haut rein, euer Odin Let's Play. Ciao, ciao.